Schön, dass wir heute Abend hier sind. Herzlich willkommen. Erstmal für alle, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Manuel Steiner, ich bin der Ortsbeauftragte hier. Selbst mit der Helmut hier sind, ne, wer mich lange nicht gesehen hat, ich bin noch da. Ich darf euch alle herzlich begrüßen zu einem besonderen Anlass, besonderen Abend hier. Ganz besonders begrüßen darf ich hier vorne unseren ersten Kreisbeigeordneten, Karl Friedrich Frese, den ersten Stadtrat der Stadt Frankenberg, Willi Naumann, Vertreter der Regionalstelle, Daniel Brandenburg und Ralf Josser, Vertreter unserer Presse. Wobei ich sagen muss, jeder Dampfradio, Olaf Rudek ganz besonders, weil er ist heute Abend hier, obwohl er heute seinen 70. Geburtstag feiern darf. Vielen Dank, schön, dass du da bist. Begrüßen möchte ich auch unseren OB AD, jetzt hat gesagt, Alexander Daume, hoffentlich, dass du da bist. Schönen guten Abend. Und natürlich alle anderen Anwesenden und Gäste. Ja, ich habe es gerade gesagt, es ist ein besonderer Abend, besonderer Anlass für uns alle, denke ich. Obwohl der Anlass, der uns ja quasi hier hingeführt hat, nicht so ja, zum Feiern war, sondern mit unheimlich viel Leid und Zerstörung verbunden ist. Da muss man einfach mal ansetzen in dem Moment. Am 14.07.2021, so lange ist es jetzt auch schon wieder her, mit dem Jahrhunderthochwasser in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Sicherlich das Ahrtal ist ein Begriff und wird auch immer ein Begriff bleiben. Und auch heute, 200 Jahre später, ist da unten noch nicht wieder alles so, wie es eigentlich sein sollte. Und mindestens 135 Menschen haben im Ahrtal ihr Leben gelassen. Mindestens, weil immer noch eine Person vermisst wird, auch heute noch. Und insgesamt sind in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bei diesem Jahrhunderthochwasser mindestens 185 Menschen ums Leben gekommen. Die Bilder, die viele nur am Fernsehen gesehen haben, haben viele, die heute Abend hier sind, live miterleben müssen, sage ich jetzt einfach mal. Urgewalt Wasser, Bilder von Zerstörung, von Leid, aber auch von Menschen, die trotz des großen Unglücks zusammengestanden haben, sich unterstützt haben und sich gegenseitig geholfen haben. Dazu noch zigtausende Menschen aus Deutschland, die ohne zu zögern ja, in die Krisenregion gefahren sind, um dort zu helfen und den Betroffenen zur Seite zu stehen. Neben vielen Hilfsorganisationen eben auch unsere, das THW. Und ja, das ist einfach ein Zeichen der Menschlichkeit und Solidarität, die da gesetzt wurde, was sicherlich dahingehend seinesgleichen sucht oder gesucht hat. Und ja, unser Ortsverband war ebenfalls mit vielen Helfern vor Ort. Sie haben ihren Beitrag geleistet und das nicht nur körperlich, sondern glaube ich auch mental, weil das, was man teilweise gesehen hat, vergisst man sicherlich das Leben lang nicht mehr. Ja, viele von Ihnen, viele von euch, die heute Abend hier sind, bekommen als Dank und Anerkennung die Fluthilfemedaille 2021 verliehen. Da gilt es zu gratulieren, das habt ihr euch verdient, alle die da waren, aber auch von mir persönlich ein Dank an euch alle. Ich glaube, das THW steht an sich für Hilfsbereitschaft, Kameradschaft, Zusammenhalt, doch das, was auch unsere Truppe da unten geleistet hat, geht das über das normale Maß an ehrenamtlicher Arbeit weit hinaus und ja, dafür vielen Dank und danke dir auch Spaß an. Das erstmal zu meiner Vorrede. Jetzt darf ich das Wort an Herrn Friese erstmal übergeben. Ja, lieber Manuel, sehr geehrter Herr Dönnis, liebe Kameradinnen und Kameraden, meine Damen und Herren. Jetzt hat er mich mit dem Grußwort überfallen. Ich habe gedacht, ich höre erst noch ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich über die Einladung und ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf. Viele von Ihnen wissen ja, dass ich seit vielen Jahren beim Landkreis Waldeck-Frankenberg unter anderem für die Bereiche Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz verantwortlich bin und deshalb ist es ein besonderes Anliegen, auch mal wieder hier bei THW in Frankenberg zu sein. Das ist jetzt ehrlich gesagt schon ein paar Jahre her, als ich das letzte Mal hier war, umso wichtiger für mich, dass ich eingeladen wurde und heute mal wieder kommen darf. Manuel, das ist ja gesagt, ohne das Ehrenamt geht nichts im Bereich des Katastrophenschutzes, des Brandschutzes und der
Fragen vom Ehrenamt. Ich sage, weil ich dort öfters bin, immer bei den Feuerwehren, die Städte und Gemeinden und in diesem Fall die Träger des THW, die können das Material stellen, die Ausrüstung, das Equipment, das müssen die auch tun. Der Staat muss für ordentliches Geschirr sorgen, damit die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und Akteure ihre Arbeit ordentlich machen können. Andersrum wird ein Shooter aus, es wird gar nicht bezahlbar sein für den Staat und für alle die, die den Staat tragen. Das sind auch wir, die letztlich das finanzieren über unsere Steuern. Es würde nicht zu finanzieren sein, diese tatkräftige Hilfe mit hauptamtlichen Bürgerinnen und Bürgern darzustellen. Das ist die ganze Wahrheit. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass sie auch eine ordentliche Ausstattung bekommen. Zweitens, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es ganz wichtig, dass die Menschen gemeinsam arbeiten. In Vereinen, in Verbänden, das ist die eine Seite, in den Hilfsorganisationen, das ist natürlich die für die Gemeinschaft noch wichtigere Seite. Weil ich beobachte immer mehr, ich bin auch zuständig für unsere sozialen Dezernate beim Landkreis Waldeck-Frankenberg. Die Gesellschaft bekommt Risse und hat Risse bekommen. Es gibt nicht mehr den Zusammenhalt, den die Gesellschaft mal hatte. Viele Menschen wollen nicht mehr in der Gemeinschaft leben. Für andere ist das Tempo des gesellschaftlichen Wandels noch mittlerweile so schnell, dass sie gar nicht mehr mit dem Leben in einer Gesellschaft zurechtkommen. Sie ziehen sich zurück ins Anonyme. Und dann gibt es natürlich die Tendenzen, die wir alle sehen, wenn wir abends in die Nachrichtensendungen schauen, wenn wir die sozialen Medien bedienen oder auch der ein oder andere schaut ja noch in die Tageszeitung, dass wir Ausrisse an den Ecken und Enden der Gesellschaft bekommen. Sprich, das Zusammenleben der Gesellschaft wird schwieriger. Beobachte sogar, dass sich durch die sozialen Medien Welten entwickeln, zweite Welten, Reichsbürgerwelten, um ein Beispiel zu nennen, die eigentlich gar nicht da sind, aber viele Menschen leben in diesen Scheinwelten. Deshalb ist es unheimlich wichtig, dass wir hier vor Ort, in den Vereinen, Sie beim THW uns austauschen, gemeinsam reden, gemeinsam feiern und im Wichtigsten steht hier bei Ihnen die gemeinsame Hilfe für den Nächsten. Als ich mir heute Morgen Tagesterminkalender durchgeschaut habe und dann auf den Termin jetzt gestoßen bin, ist mir auch wieder bewusst geworden, was Manuel eben noch mal in Worte gefasst hat, was das für eine schlimme Krise war. So was hatten wir ja Jahrzehnte vorher nicht mehr in der Bundesrepublik. Davor gab es mal das Oder-Hochwasser, wo viele aber auch gesagt haben, naja, so schlimm war es nicht, war vielleicht teilweise auch neudeutsch gesagt ein Fake. Und das letzte entsprechende Ereignis, das war ja die Sturmflut 1961 in Hamburg und an der Nordsee, wenn wir uns recht erinnern. Jetzt haben wir ja alle den Eindruck, und der Eindruck verfestigt sich ja auch durch die Wissenschaft, dass der Klimawandel dazu führen wird, dass wir in der kommenden Zeit öfters solche Krisenszenarien ausgesetzt sein werden. Nicht nur bei uns, das THW, Sie sind ja auch im Grunde genommen weltweit tätig. Überall auf dieser Welt wird unsere Hilfe immer mehr benötigt und deshalb ist das so wichtig, dass Sie da sind für die Menschen hier im Raum Frankenberg, für die Menschen im Waldeck-Frankenberg und weit darüber hinaus. Und dafür sind wir Ihnen allen dankbar und das muss bei einer Gelegenheit wie heute auch mal gesagt werden. Wir bauen auf Sie. Sie sind ein Stück Rückgrat und Schutz für die Menschen und für die Menschen in unserem Raum sind Sie da. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Man lernt auch Regionalmanagement, wenn man so sagen darf, Gießen, über Händlinge dann jetzt. Ja, für mich auch das erste Mal, dass ich bei dem THW gehe und auch mal ein Wort sagen kann, die Begrüßung mitmachen darf. Es ist für mich auch erstmal grundsätzlich wichtig, Kontakt aufzunehmen zu diesen Vereinen und Institutionen, auch bei uns in den Ort. Ich habe nicht ganz so viel mit dem THW zu tun, das liegt aber auch wahrscheinlich in der Natur der Sache, nämlich der, dass es nicht ständig irgendwelche Katastrophen, Gott sei Dank, gibt. Von daher muss man sagen, ist das nicht so, kommt das nicht so häufig vor. Darüber bin ich auch nicht ganz unglücklich. Aber im Namen des Magistrats und der Vertretung von Bürgermeister Hess will ich Danke sagen. Danke auch für die THW-Gruppe hier in Frankenberg, die ihre Arbeit macht, die auch, wie es gerade schon beschrieben wurde, umfangreich ehrenamtlich diese Sachen macht und Engagement zeigt, was nicht selbstverständlich ist.
für mich ist das immer ein wichtiges Wort, das habe ich auch bei den Feuerwehren eigentlich auch immer mit dabei zum Sagen, nämlich, dass es ein ehrenamtliches Engagement ist, was nicht selbstverständlich ist. Das macht nicht jeder selbstverständlich, solche Dinge oder sich in Gefahr bringt zum Teil auch. Wenn er nämlich andere Menschen retten will und dafür sorgen will, dass alles wieder ins Lot kommt. Das, meine Damen und Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden, ich weiß nicht, wie die Aussprüche bei euch so sind, das ist ganz wichtig, dass ihr alle gesund wieder nach Hause kommt von jedem Einsatz, den ihr ausführt, egal wo der ist. Und dafür ist selbstverständlich wichtig, was auch Karl Friedrich Wiese sagte, dass eine vernünftige, ausreichende, nicht nur eine ausreichende, sondern super gute Ausstattung für die jeweiligen Truppen da sein muss, damit vernünftig gearbeitet werden kann. Ich weiß, das gibt dann immer wieder so die einen oder anderen Schmunzeln, weil, ja, da ist hier noch was offen und da noch was offen, das ist mir wohl bewusst. Das könnte auch sein, bei Stadt Frankenberg, dass das eine oder andere noch hier und da getätigt wird. Nichtsdestotrotz, auch daran wird gearbeitet, und nichtsdestotrotz wird auch dieses versucht, so gut wie möglich hinzukriegen. Und weil das gerade angesprochen wurde und mir das auch dann eben gerade relativ nahe ging, ich habe das auch nur im Fernsehen verfolgt, wie du es auch gesagt hast, Manuel, diese Katastrophe an der A. Aber ungefähr ein halbes Jahr später waren manche politische Entscheidungen, die wir hier in Frankenberg getroffen haben und wir treffen mussten, plötzlich neu zu bewerten. Man schaut sich die beiden Radwegebrücken an, die wir gebaut haben hier in Frankenberg. Die sind ganz wesentlich so gestaltet worden, weil wir auch mit Überschwemmungen reden und mit wirklich Fluten, die wir sonst nie gekannt haben, die wir nur vermuten im Moment. So werden im Moment auch viele Brücken und viele andere Bauwerke und Bauabschnitte oder sonstige Dinge ausgelegt und auch dementsprechend nur noch zur Genehmigung gelangen. Ja, Manuel, lieber Henry, verehrte Ehrengäste und vor allen Dingen auch liebe Kameradinnen und Kameraden aus der THW-Familie. Ich möchte mich zunächst bedanken, dass wir heute hier sein dürfen. Ich sage wir, weil ich mit dem Kollegen Jossa gemeinsam den Termin heute wahrnehmen darf. Es ist für uns immer eine Freude, über sowas dabei zu sein. Den Kontakt zum Ehrenamt. Wir sind beide selbst ehrenamtlich in Ortsverbänden, aber dann doch auch mal in die anderen Ortsverbände reinzuschauen, ist immer was ganz Schönes und Besonderes. Ich darf zunächst Grüße überbringen. Und zwar von unserer Bundesministerin des Inneren und für Heimat, von Frau Nancy Faeser, von unserer THW-Präsidentin, von Frau Sabine Lackner, von unserem Landesbeauftragten Markus Hamsche und nicht zuletzt auch von unserer Regionalstellenleiterin, von Frau Lauber. Ja, der Manuel hat schon angekündigt und hat auch schon ein paar meiner Daten, die ich rausgesucht habe, vorweggenommen. Ich möchte auch, weil es eben um diese Bundesflugmedaille geht, mit einem kleinen Rückblick zu unserem Einsatz im Ahrtal 2021 öffnen. Das ist der bisher größte Einsatz, den das THW in seiner Geschichte zu verzeichnen hat. Das begann in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli in Teilen von Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz fielen innerhalb von 24 Stunden 150 bis 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Der Großteil dieser Wassermassen ging innerhalb von einem kurzen Zeitfenster von ca. 10 bis 18 Stunden nieder. Zum Vergleich, das ist mehr als das, was man sonst im Durchschnitt im gesamten Monat Juli für diese Region erwartet. Folgen: massive Überschwemmungen, die zu Toten und enormen Schäden in den betroffenen Regionen führten. In Deutschland melden die Behörden im Zusammenhang mit diesem Jahrhunderthochwasser mehr als 180 Tote. Noch heute werden Menschen vermisst. Es wurden zahlreiche Bahnstrecken, Straßen, Brücken, Mobilfunkmasten sowie vielerorts auch die Gas-, Strom- und Wasserverbindungen zerstört. Eine Kostenschätzung vom Bundesverkehrsministerium hat ergeben, dass alleine zum Wiederaufbau der Verkehrswege eine Summe von etwa 2 Milliarden Euro angesetzt werden muss. Der gesamtwirtschaftliche Schaden entsprechend natürlich noch deutlich höher. Tausende Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungs- und Hilfsdiensten und natürlich auch uns, dem Technischen Hilfswerk, sowie viele freiwillige Helferinnen und Helfer, auch das haben wir schon gehört, waren ab der Flutnacht in den betroffenen Hochwassergebieten im Einsatz. Es wurden alle 668 THW-Ortsverbände aus dem gesamten Bundesgebiet eingesetzt. Und es wurden alle Fähigkeiten, vor allem über die Dauer des gesamten Einsatzes, die das THW so bereitstellen kann, benötigt. Jede Fachgruppe, jeder Fachhelfer, alles, was man finden konnte. Und alle, die mit vor Ort waren, können sich sicher auch heute noch sehr gut an jede einzelne Herausforderung im Einsatz oder zumindest bei der Einsatzplanung erinnern. Mit eurem Engagement
habt ihr Unglaubliches für die Bürgerinnen und Bürger in dieser betroffenen Region geleistet. Insgesamt leistete das THW in diesem Einsatz fast 3 Millionen ehrenamtliche Einsatzstunden. Darin enthalten sind über 4.800 Stunden, welche eben von Helferinnen und Helfern des Ortsverbands Frankenberg geleistet wurden. Und ich denke, die Zahl ist auch tatsächlich nochmal ein Applaus wert. Die Republik Deutschland verleihe ich in dem Fall dem Gerhard, wo ist er? Da, Gerhard Popin, als Dank und in Anerkennung für besonders aufopferungsvolle Hilfe bei der Rettung von Menschenleben, Abwehr von Gefahren und der Beseitigung von Schäden anlässlich der Hochwasserereignisse im Juli 2021 die Einsatzmedaille Fluthilfe 2021. Berlin, den 1.8.2023, die Bundesministerin des Inneren und für Heimat, Nancy Faeser. Also, dann würde ich den Gerhard natürlich direkt nach vorne bitten, beziehungsweise. Bitte alle in die Kamera gucken. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Gut gemacht, mitgearbeitet, gut, danke Sie. Müssen wir noch ein bisschen dein Bild angreifen. Zu Hause bei mir macht das meine Frau. Ja. Das hat meine Frau auch einmal getan, dass sie mich besser. So, und hier. So, dann hätte ich bitte gerne nach vorne den Mike de Plauke. Ich gratuliere dir. Hast du das gemacht? Besonders schön sind die Westen von uns, die von der Einsatzuniform. Da kannst du wirklich ohne Finger und ja, die haben sich das bestimmt anders vorgestellt. Ich hab kaputt vor Ort. Ja, kriegen wir noch mal getauscht. Ich nehme den Pulli, das ist am angenehmsten. So. Ja, ich muss mal die Tasche. Gut, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für den Einsatz. Achso, das gehört finde ich auch, aber das gehört natürlich. Herzlichen Glückwunsch. Ja, man braucht dich. Ja, so geht's mal ohne Tür. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Vielen Dank für die Blumen. So, Moment. Einer darf zu mir kommen. Ah, selbstverständlich. Das ist gut. Herzlichen Glückwunsch, Herr Frosch. Ich mach's hier auch dann, okay? Ja. Ich habe extra 2 Pullover angesprochen. Ich glaube, ich habe es nicht beide erwischt. Macht nichts. Noch beim Ostsee-Wesen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für den Einsatz. Ja. Das hilft mir noch wenigstens ein bisschen was. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Ich sage einfach mal, da ist ja hier in die Oben. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
haben alle Angst, ne? Das ist man muss immer, wenn jemand mit Pulli kommt, muss man schnell sein. Das ist gut. Kommt man wenigstens gut mit der Nadel durch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das gehört noch dazu. So, erstmal herzlichen Glückwunsch. Und dann. Ein bisschen nach vorne ziehen, Dankeschön. Die haben alle Angst, ne? Gut, das merkst du relativ schnell. Das merkst du. So, dann ist Anstecker noch dazu. Herzlichen Glückwunsch. Eure erste Familie wird mir das sicherlich bestätigen, die da alles immer mitmachen. Mal widerwillig vielleicht auch, aber wir unterstützen euch und stehen hinter euch. Und deswegen gilt nicht nur an euch viel natürlich der Dank, sondern auch an eure Familien und Angehörigen. Ja, was ihr geleistet habt, unzählige ehrenamtliche Stunden, ehrenamtliche Arbeit im Ortsverband, unzählige Einsatzstunden, Fortbildungen, Lehrgänge. Ich würde sicherlich eine Weile hier stehen, wenn ich jetzt alles aufzählen würde, was ihr hier schon alles gemacht habt und für den Ortsverband geleistet habt. Nicht nur für den Ortsverband, eigentlich auch für die komplette Regionalstelle und das CRW. Ich denke, das könnt ihr bestätigen. Und da ist es einfach mal angebracht, ja, da auch nochmal Dankeschön zu sagen. Und ja, man kann nicht jedem immer alles recht machen, weder zu Hause noch hier unter den Kameradinnen und Kameraden. Aber es steht außer Frage, ihr habt den Ortsverband sicherlich genauso mitgeprägt und zu dem gemacht, was er heute ist, wie zum Beispiel auch Alex. Ja, ihr seid Urgesteine, Mädchen für alles, Führungspersönlichkeiten, aber auch Vorbilder für ja, Motivation und Teamfähigkeit. Und das ist alles nicht so hochgegriffen, sondern das ist auch so, wie ich es sage und wie ich es meine. Ich kenne euch alle jetzt schon seit über 20 Jahren. Das freut mich sehr, deswegen durfte ich euch auch auf diesem Weg begleiten. In der Zeit hat sich viel verändert, nur eure Treue zum THW, die ist geblieben. Ja, wenn man in eure Augen schaut und man spricht über das THW, ich glaube, das gilt für euch alle vier, dann sieht man so dieses Blinzeln, dieses blaue Blinzeln, wie bei einem kleinen Kind, was sein Weihnachtsgeschenk auspackt. Ja, das ist einfach so und behaltet euch das bitte bei, denn ihr habt davon schon vieles auch an andere, die nachgekommen sind, weitergegeben und das werdet ihr ganz bestimmt auch in Zukunft noch weiter tun. Ja, es freut mich unheimlich, dass ich das heute Abend machen darf und diese Anerkennung aussprechen darf. Ich finde, ihr habt das alle vier absolut mehr als verdient. Wie gesagt, unter Mithilfe von Felix, der auch alle Daten zusammengetragen hat, und unter Mithilfe der Regionalstelle, wollen wir euch heute Abend ehren. Und deswegen lese ich auch eine Urkunde nochmal vor, stellvertretend für euch alle vier. Für besondere Verdienste und das technische Hilfswerk verleihe ich Gerhard Ruppern als Helferzeichen in Gold in dankbarer Würdigung der steten Einsatzbereitschaft und des besonderen Engagements. Bonn, den 14.12.2023, die Präsidentin der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Herzlichen Glückwunsch. Jürgen, auch dir. Vielen Dank. Dankeschön. Gleiche Weg für dich. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch, Mieter. Konnte ich dich vielleicht mal überraschen heute Abend? Ja, konntest du. Ja. Tatsächlich, ja. Das gilt auch für dich, Henry. Vielen Dank. Dankeschön.
Dann dürfen wir vielleicht gleich abschließend mit euch vier auch noch ein Bild machen, ein Foto machen, wenn es hier vorne steht, können wir das auch vielleicht gleich machen. Was machen wir dann? Machen wir jetzt schon Bilder mit.